Bevor die Folge losgeht, bleibt bitte bis zum Ende dran. Wir würden nämlich ganz gerne nach eurer Meinung fragen. Ey, was glaubt ihr, das ist Jay. Und das ist Ariel. Und zusammen sind wir Legendaria Films. Willkommen zur neuen Folge von Filmgeek. Habt ihr euch eigentlich jemals darüber Gedanken gemacht, dass es richtige und falsche Wege gibt, eine Serie zu schauen? Naja, wir ehrlich gesagt auch nicht, bis wir uns angehört haben, was der TikTok-User Late Night Pies zu dem Thema zu sagen hat. Nichtsdestotrotz fanden wir den Ansatz ziemlich interessant, weshalb wir uns dachten, dass wir in der heutigen Folge mal darüber sprechen. Aber wie gesagt, das heutige Video basiert auf den genannten TikTok, also falls ihr den auch abchecken wollt, findet ihr den Link in der Videobeschreibung. Denn um Zeit geht es heute. Genauer gesagt, um unsere Wahrnehmung der Zeit. Wenn ihr wollt, dann schließt gerne die Augen, macht es euch gemütlich und reist mit mir zusammen in eine weit entfernte Zeit, in das Jahr 2010. Stellt euch genau vor, was ihr gemacht habt. In welcher Klasse wart ihr? Welche Musik habt ihr gehört? Und was für Filme habt ihr geschaut? Zeit. Im gleichen Jahr kamen übrigens auch Filme wie Inception, Iron Man 2, The Social Network und Harry Potter und die Heiligtümer des Todes in die Kinos. Außerdem war das eine Zeit, in der Songs wie California Girls von Katy Perry featuring Snoop Dogg angesagt waren. Oder Airplanes von B.O.B. und Hayley Williams. Ihr wisst, wovon ich rede? Alles klar. Und jetzt macht euch bitte bewusst, dass der Abstand zwischen dem Jahr 2010 und jetzt genauso groß ist wie der Abstand zwischen 2010 und den 90ern. Wait, what? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mich macht dieser Fakt ein bisschen fertig, weil in meiner Wahrnehmung ist 1999 zu 2010 ein viel längerer Weg gewesen als 2010 zu jetzt. Zum Beispiel ist es auch ultra seltsam, dass die 80er von dem Jahr 2000 genauso weit entfernt waren wie das Jahr 2000 zu jetzt. Das ist extrem seltsam für mich. Was ich euch im Endeffekt nur damit demonstrieren wollte, ist, dass die Wahrnehmung der Zeit sich nicht immer gleich anfühlt. Und bevor wir da richtig darauf eingehen, wollen wir an dieser Stelle auch nochmal betonen, dass natürlich jeder seine ganz subjektive Wahrnehmung hat und Leute ja auch aus verschiedenen Gründen Serien schauen. Deswegen glauben wir nicht, dass es für alle einen richtigen Weg gibt. Also lasst uns nicht weiter Zeit verlieren und macht euch bereit für eine vielleicht neue Sicht der Dinge. Aber was genau hat das jetzt damit zu tun, wie man seine Lieblingsserie richtig schaut? Ganz direkt gesagt, je länger sich die Zeit, die ihr in eine Serie investiert habt, im Nachhinein anfühlt, desto mehr habt ihr von der Serie. Um das verständlicher zu machen, wird in dem TikTok-Video das Holiday-Paradoxon angesprochen. Angenommen, man fliegt in den Urlaub und muss am Flughafen 4 Stunden lang warten, weil der Flieger Verspätung hat. Diese 4 Stunden fühlen sich wie eine halbe Ewigkeit an und man quält sich einfach nur durch. Irgendwann ist man dann aber am Reiseziel angekommen und man macht alle Dinge, die man geplant hat, und hat einfach eine gute Zeit. Und auf einmal vergeht die Zeit wie im Flug. Nicht aber wie am Flughafen. 2 Wochen später ist man wieder zu Hause, aber man kann sich so richtig eigentlich nur an die gute Zeit im Urlaub erinnern. Die Zeit am Flughafen ist irgendwie völlig irrelevant geworden. Vergleichsweise fühlt sich rückblickend die eigentlich so lange wahrgenommene Zeit am Flughafen ziemlich kurz an, während im Urlaub so viel passiert ist, dass sich die kurze Zeit dort rückblickend auf einmal mega lange anfühlt. Also aus lang wird kurz und aus kurz wird lang. Giggity. Ich meine, wisst ihr, was ich meine? Die Zeiten fühlen sich im Nachhinein auf einmal genau umgekehrt lang an. Das ist das Holiday Paradox. Wenn sich prospektiv, also in der Gegenwart, mit Blick in die Zukunft ein Zeitraum entweder lang oder kurz anfühlt, aber retrospektiv, also rückblickend, derselbe Zeitraum dann genau andersrum, also kurz oder lang anfühlt. Und wenn sich im Nachhinein eine Zeit eher lang und mit Ereignissen gefüllt anfühlt, dann nehmen wir sie eher als einen wichtigen Teil unseres Lebens wahr, als wenn sie sich kurz und ereignisarm anfühlt. Und jetzt kommen wir den Serien endlich ein bisschen näher. Es gibt nämlich das Phänomen, dass wenn wir Serien schauen, dass die Zeit prospektiv schnell vergeht, weil ich meine, es macht Spaß und die Zeit vergeht generell irgendwie immer schneller, wenn man Spaß hat. Aber retrospektiv nimmt man die Zeit ebenso schnell vergänglich und ereignisarm wahr. Also kurz, kurz. Alles verschwimmt irgendwie zu einer Art Brei und man erinnert sich nicht wirklich an Einzelheiten. Manchmal erinnert man sich nicht mal so wirklich daran, ob man die Serie geschaut hat. Und rückblickend hat das Schauen der Serie nicht mehr eine ganz so starke Wichtigkeit. Das sogenannte TV-Paradoxon. Dreimal dürft ihr also raten, wann dieses Phänomen andauernd auftaucht. Ganz genau, beim sogenannten Binge-Watching. Das Ding ist, Aria und ich sind sogar echt große Fans des Binge-Watchings und wir machen das in unserer Freizeit auch andauernd. Aber vielleicht ist es trotzdem gar nicht mal so schlecht zu verstehen, welchen Einfluss Binge-Watching auf die Overall Experience haben kann. Das wird nämlich vor allem dann deutlich, wenn man sich den Alternativvorschlag zum Binge-Watching anschaut.
einteilen. Auch wenn das nicht ganz so reizvoll klingt. Wenn man zum Beispiel gezielt pro Woche nur 1 bis 2 Episoden einer Serie schaut, dann nimmt man sich zwischen den Episoden sehr viel mehr Zeit, um über die Einzelheiten nachzudenken, um sich mit anderen auszutauschen, um Theorien zu überdenken und eventuell sogar Dinge in sein eigenes Leben zu übernehmen. Es ergibt sich also quasi die Möglichkeit, dass die Serie auf das eigene Leben Einfluss hat. Man sorgt also gezielt für den sogenannten Kurz-Lang-Effekt, wie beim Urlaub, und gibt auch dieser Experience mehr Bedeutung. Das heißt nicht, dass wir glauben, man sollte jede Serie nur noch einmal wöchentlich schauen. Aber wir finden, dass wenn man sich einmal mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, dann kann man aktiver die Entscheidung treffen, inwiefern die jeweilige Show langfristige Bedeutung für einen selbst haben soll. Nicht jede Show gehört in die Kategorie kurz-lang. Manchmal ist es bestimmt schon hilfreich, dass man statt nonstop jede Folge nach der anderen zu schauen, sich zwischendurch Pausen gönnt und mit Freunden darüber spricht, bevor es weitergeht. Wir fanden dieses Thema ziemlich interessant, weil es einen dazu anregt, sich mit seinem eigenen Verhalten auseinanderzusetzen. Daran merkt man, dass selbst hinter so simplen Dingen wie Filme und Serien schauen manchmal doch etwas mehr steckt, als man vorerst annehmen würde. Was haltet ihr von dieser Thematik? Findet ihr das auch interessant? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Okay, und nun kommen wir zu unserer Umfrage, die wir am Anfang angeteased haben. Um nämlich bestmöglich auf eure Wünsche einzugehen und euch zu unterhalten, würden wir sehr gerne wissen, was ihr eigentlich von unserem Content haltet. Also was mögt ihr zum Beispiel besonders gern, was mögt ihr nicht oder was fehlt euch in unserem Content? Und natürlich, falls ihr sonst irgendwelche Anmerkungen habt. Falls ihr uns gerne dazu Feedback geben würdet, den Link dazu findet ihr ganz oben in der Infobox. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Und ansonsten würden wir sagen, how to reason, peasen.